Nach drei fürchterlichen Tagen des Zitterns erreicht ihr den Götterstein von Hareborg samt zahlreichen Wahlen, die wissen wollen, was vorgeht. Andere setzen provisorische Verteidigungen um den Götterstein von Hareborg, dem Schöpfer der Wahl, ins Werk. Warte, keucht Farsold mühsam. Wir müssen reden. Ihr steht also noch. Na, die meisten jedenfalls. Ruht euch aus, dann zieht weiter. Es ist gerade ein Berg im Boden versunken und da draußen ist irgendwas. Und ihr schickt uns einfach weg? Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr geht nicht nach Einertoft. Hier sind ein paar hundert Wahl, die dafür sorgen werden. Und wo sollen wir dann hingehen? Dahin, wo wir hergekommen sind? Wir sitzen zwischen zwei Gebirgszügen fest. In der einen Richtung warten mehrere tausend Wahl auf uns, in der anderen eine Armee von Wütern und das, was das Beben ausgelöst hat. Einertoft ist eine Wahlstadt. Das sollte ein Wahl doch wissen. Hör schon auf, Farsold. Merkst du nicht, mit wem du da sprichst? Farsold sieht plötzlich sehr überrascht aus. Die anderen Wahl kommen jetzt näher heran. Du hörst, wie der Name Ingvar geflüstert wird. Das dürfte wohl die Person sein, die ihr am ehesten nach Einertoft lassen solltet. Du bist... Die Menschen kommen mit mir. Allesamt. Farsold blickt zwischen Iva und Krummer hin und her. Dann schiebt er sich durch die neugierigen Zuschauer und stapft davon. Iva, wer bist du? Ein andermal, Rook. Den restlichen Tag über erholt ihr euch. Wahl kommen und gehen in Gruppen. Die meisten Gespräche kreisen um das Erdbeben, das Berge hat versinken lassen, und um die Wüter, die unterwegs sind. Du hörst Gerüchte über eine riesige Erdspalte, die sich aufgetan hat. Inspizier mit dem Götterstein. Über Hareborg weißt du nur, dass er ein Jünger der Webmutter war und unter ihrer Anleitung das Erschaffen lernte. Er schuf einige Tiere, langweilte sich dann aber und begann, Menschen und Tiere zu kombinieren. Dabei entstanden die Wahl. Das sagt jedenfalls der Mythos. Sicher ist, dass jeder der heutigen Wahl von Hareborg erschaffen wurde und nun ist der Gott tot. Die Wahl hier gehören zu den letzten, die es geben wird. Eine tiefe Traurigkeit überkommt dich. Krummer ist schon hier. Es ist gut, Respekt zu zollen, sagt er, und ihr steht beide schweigend da. Gib dies hier, Ingvar, meint er dann, als er sich zum Gehen wendet. Er hat ihm eins gehört, und der Storeborg weigert sich, ihn zurückzunehmen. Krummer hat einen massiven, beschlagenen Gürtel in der Hand. Plötzlich herrscht rege Betriebsamkeit. Es wird die Losung ausgegeben, ins nächste Dorf zu ziehen, und bald siehst du den Grund. Aus Richtung Grofheim, wo das Beben oder die Ursache des Bebens Berge eingeebnet hat, kommt ein schwarzer Schatten durchs Tal. Bei näherem Hinsehen entpuppt er sich als endloses Meer von Wütern. So viele hättest du nie für möglich gehalten. In ihrer Mitte geht ein Riese von Wüter, von oben bis unten blutrot. Du beeilst dich, deine Sachen einzusammeln und lässt gemeinsam mit vielen Wahl den Götterstein zurück. Ein wohlbestellter Bauernhof mit viel Vieh zieht die Aufmerksamkeit der Karawane auf sich. Bei eurer Ankunft stehen der Bauer und seine Arbeiter gut sichtbar mit rohen Waffen und breit zur Verteidigung dort. Ihre verschränkten Arme sprechen Bände, auch ohne dass gesprochen wird. Kommt mit uns, hier ist es nicht sicher. Du warnst den Bauern vor den nahenden Wütern, doch er spuckt nur aus. Dieses Land ist mein Leben. Verliere ich es, kann ich auch gleich tot sein. Deine Gehilfen nicken langsam. Weder kommen sie mit euch, noch senken sie die Waffen. Wir haben noch Vorräte. Also lassen wir ihn in Ruhe. Was seins ist seins, sagst du der Karawane. Wozu gegen Leute kämpfen, die nur versuchen, sich zu schützen? Unter den Clanmitgliedern wird hier und dort gegrummel laut, aber die Karawane setzt sich wieder in Bewegung. Wir haben keine Notsituation, dass wir Bauern um ihr Essen plündern müssen. Iva, sagt er,
Wir können nicht lange hierbleiben. Es dauert 3 Tage, den Bura-Pass zu überqueren. Also sollten wir genug Vorräte mitnehmen. Wenn wir aufbrechen, gibt es kein Zurück mehr. Dann geht er los, um mit den anderen Wahl über die Verteidigung zu sprechen. Vater, Alette taucht an deiner Seite auf. Ich mochte den alten Iva. Diffus spürst du, dass du ihn auch mochtest. Du konzentrierst dich stattdessen auf Vorbereitung. Immerhin seid ihr möglicherweise die ersten Menschen, die Einartoft betreten. Schauen wir doch mal nach diesem Gürtel, den wir gekriegt haben. Du darfst den Gürtel trotzdem nicht tragen. Schade eigentlich. Ich brauche mehr Ansehen, was ich nicht habe. Das macht es nicht einfacher. Können wir vielleicht noch was im Markt kaufen? Ja, warum nicht? Weiter geht's. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Wir können zwar 2 Wochen aushalten, aber wer weiß, wie lange wir noch unsere Vorräte brauchen. Die nächste Stadt haben nur Wahl gesehen. Sie liegt hinter einer Brücke, die nur Wahl bauen konnten. Hoffen wir, dass wir die einzigen und willkommenen Gäste sind. Ich fürchte, hier werden wir die Wüter aufhalten. Das sind sehr viele Wahl. All diese Kriege. Uns steht wieder ein großer Krieg ins Haus. Ich sehe das jetzt zum 3. Mal. Jetzt sind wir allerdings viel weniger als früher. Grummer geht die Treppe zur großen Halle hinauf, spricht mit ein paar Wahl und kehrt zurück. Was hast du erfahren? Die Wüter sind auf alle Fälle unterwegs hierher. Offenbar haben sie vor, den Wahl diesmal endgültig den Gar auszumachen. Dieser Ort wird bald ein Schlachtfeld sein. Angeblich ist der Prinz der Menschen hier. Einen Magier haben sie auch. Prinz Ludin ist hier? Aus Aberang? Heute bekommen wir doch keine Audienz mehr. Erinnerst du dich an das letzte Mal, dass du hier warst, Ingvar? Ivar heiße ich. Ja, ich erinnere mich. Und nun? Suchen wir uns einen Platz zum Erholen. Ich empfehle dir, deine Leute aus Ärger rauszuhalten, solange du hier bist, Rook. Am besten machen sie sich unsichtbar. Jorundra ist sicher nicht froh über eure Anwesenheit. Du erhältst ein Quartier, kannst aber auch durch die Stadt gehen, während du auf die Audienz wartest. Du fühlst dich müde genug, um eine Woche durchzuschlafen. Boah. Das sind wirklich eine ganze Menge Wahl. Können wir den Vormarsch der Wüter auf der Karte sehen?
Leider nicht. Das hier ist alles weg, wahrscheinlich. Sind wir so rumgezogen. Das heißt, die Wüter kommen auch von da. Oder von da? Oha. Einartoft. Heimat des ersten Wahlkönigs Einar, der sein Reich in die Flanken des Brattabreck und des Würmschubgebirges schlug. Die in den Fels gehauene Wahlfestung übertrifft nur die größten Errungenschaften des Nordens nicht. Ich glaube, das mit der Woche durchschlafen klingt nach einem sehr guten Plan. Als ihr euch einrichtet, erhältst du Nachricht, am nächsten Morgen in die große Halle zu kommen. Iva rät, nicht ohne Aufforderung zu sprechen und sich auch dann kurz zu fassen. In der Nacht träumst du von Wahlkönigen, die gegen die Wüterheeren kämpfen. Als du dich darauf vorbereitest, in die große Halle zu gehen, wirst du ein merkwürdiges Gefühl nicht los. Dann wollen wir mal. Genug, Kaiwind. Die Brücke steht, finde einen anderen Weg. Grüße aus Würmzerio-Runde. Ich habe einen Verbündeten mitgebracht. Wer sind diese Leute? Wir haben keine Zeit für Spiele. Warte, ich kenne dich. Ist Ingvar wieder unter uns? Sieht so das Ende der Welt aus? Jorinda kommt von seinem Thron herunter, um besser sehen zu können. Im Licht siehst du, dass der Wahlkönig tiefe Wunden hat. Es war meine letzte Option. Du siehst aus wie der Tod, Jorinda. Die Sonder sind durch Grofheim gekommen. Alle. Sie wären auch noch da. Ein paar tausend Wahl sind noch übrig. Briller ist uns seit Grofheim gefolgt. In der Tat. Was werdet ihr machen? Bleiben. Es gibt keinen besseren Ort für uns. Wir kämpfen in Einartoft. Und selbst wenn Einartoft fallen sollte, werden die Wahl nicht ausgelöscht. Hakon bringt unsere besten Krieger wie besprochen nach Aberang. Ich gehe nicht, Jorinda. Wir werden hier gebraucht. Dies ist keine Debatte. In die Anspannung platzt ein Bote herein. Er sagt, ein Steinsänger habe einen Weg durch eure Kräfte gebahnt. Götter, ist uns denn keinen Moment Ruhe vergönnt? Die sollten doch noch gar nicht hier sein. Sie haben einen Steinsänger dabei? Lasst mich die Brücke einreißen, wie ich gesagt habe. Das bringt uns. Ich sagte, die Brücke bleibt stehen, Magier. Ich sage es dir noch einmal und dem Prinz der Menschen und allen Magiern im Rat, wenn sie hier wären. Das war das letzte Mal. Hakon, geh nach Aberang. Eivind, fass die Brücke nicht an. Hab ich mich klar ausgedrückt? Hast du. Dann stelle ich den Steinsänger selbst. Niemand versucht, Eivind aufzuhalten, aber viele folgen ihm aus der großen Halle.